ich gestern durch Twitter gescrollt habe, da bin ich auf ein Bild gestoßen, was zu dem heutigen Tag ziemlich gut passt. Das war so ein Vergleich. Auf dem ersten Bild, da war so eine schöne, idyllische Wiese zu sehen. Und auf dieser Wiese, da saßen mehrere kleine Kinder auf einer schicken Picknickdecke, wunderbar angezogen, im Anzug, mit Fliege, mit so Hüten. Es sah alles sehr traumhaft, sehr idyllisch aus. Und dann stand drüber, ja, wie man sich das Muttersein vorstellt. Und das nächste Bild war dann, ja, wie es in der Wirklichkeit ist. Und dann steht da so ein Mann vor so mehreren Raubtieren und versucht, die so zu zähmen und zu beruhigen. Ja, ich habe großen Respekt vor jeder Frau, vor jeder Mutter, die liebevoll und gewissenhaft ihre Kinder großzieht. Das ist eine große Herausforderung. Das kostet viel Kraft. Und dem gebührt auch Ehre, Anerkennung. Das ist nicht selbstverständlich, wenn eine Mutter sich um ihre Kinder gut kümmert. Das sollte das sein, das ist ihre Pflicht. Aber trotzdem ist es ehrenwert. Und besonders in der heutigen Zeit ist das ja auch von vielen Herausforderungen geprägt. Generell ist es schwierig, Mutter zu sein. Aber unsere heutige Gesellschaft, die hat ja eine große Abneigung gegenüber Mütter, gegenüber dem Hausfrauendasein. Es gibt so viele Frauen, die sich für Frauenrechte einsetzen, aber die Rechte der Mütter, die Bedürfnisse der Mütter, die Arbeit der Mütter, die findet da oft keine Berücksichtigung, keine Wertschätzung, wird oft abgewertet. Aber in diesen Tenor, da wollen wir nicht einstimmen, sondern wir wollen die Mütter loben für ihre Arbeit, die sie tagtäglich nahezu rund um die Uhr verrichten. Und zu Beginn der Predigt, da habe ich euch eine Umfrage mitgebracht aus dem Jahr 2018. Und damals hat man versucht zu ermitteln, welches die beliebtesten Freizeitaktivitäten der deutschen Bürger sind. Auf Platz 5 landete zum Beispiel Computer- und Videospiele spielen, auf Platz 3 der Restaurantbesuch und im Vergleich dazu der Besuch im Fitnessstudio ist auf Platz 6. Und auf Platz 1 schaffte es, und darüber habe ich mich sehr gewundert, die Arbeit im Garten. Also nach der Arbeit im Betrieb verbringen viele Deutsche gerne ihre freie Zeit mit dem Arbeiten im Garten. Aber ich möchte den Fokus auf den zweiten Platz legen. Und der ist kurz vor der Gartenarbeit. Die Gartenarbeit liegt bei 28,7% der Befragten. Und der zweite Platz bei 27,7%. Ja, der zweite Platz ist Shoppen, Einkaufen. Umfragen und Statistiken, die lassen sich leicht fälschen, aber ich denke, in diesem Fall ist es schon sehr vertrauenswürdig, denn was wir so alltäglich beobachten, das entspricht auch hier dieser Umfrage und dem Ergebnis. Viele Leute, die gehen gerne in ihrer Freizeit shoppen, einkaufen. Im Modegeschäft oder im Online-Shop durch die neuesten Kollektionen stöbern oder sich auf die Jagd begeben nach dem besten Schnäppchen. Damit verbringen zahlreiche Leute gerne ihre Freizeit. Und das hat auch die Modeindustrie erkannt. Und so werden fast im Wochentakt Kollektionen auf den Markt gehauen, um den Konsumbedarf der Leute anzukurbeln und auch gleichzeitig zu stillen. Im Jahr 2019 wurden ca. 2,3 Milliarden Klamotten auf dem deutschen Markt angeboten. 2,3 Milliarden Klamotten. Ein Zehntel davon wurde nicht verkauft, endet als billige Ramschware im Ausland oder wird vernichtet in Müllverbrennungsanlagen oder Schreddern. Ja, wenn man mal gerade selber nicht einkaufen ist, dann kann man auch anderen Leuten beim Shoppen zusehen. So beliebt ist Shoppen. Auf YouTube haben Videos von irgendwelchen jungen Frauen oder auch jungen Männern, die einkaufen gehen, ob in teuren Modegeschäften wie Gucci oder im H&M, Millionen von Klicks. Einkaufen mit Mama, 1,8 Millionen Aufrufe. ABC-Einkauf, 500.000 Aufrufe.
und eine einfache Shoppingtour im H&M 300.000 Aufrufe. Und in TV-Sendern, da werden auch Shows ausgestrahlt, wie Frauen durch Modegeschäfte hasten und sich Outfits zusammenstellen, um am Ende bewertet zu werden. Und das ist nicht nur ein Trend, der sich bei Frauen beobachten lässt, sondern auch bei Männern. Erfreut sich Shoppen an immer größerer Beliebtheit. Auch bei den Männern gibt es zahlreiche Fashion-Blogger oder Influencer, die die neuesten Modetrends bewerben. Also vielen von uns deutschen Bürgern geht es also sehr, sehr gut. Man hat ausreichend Freizeit, um shoppen zu gehen und auch die ausreichenden Finanzen, um den Kleiderschrank oder Schuhschrank zu füllen, bis er überquillt. Und nicht nur die Modegeschäfte sind prall gefüllt, sondern auch die Supermärkte. Hungern müssen wir nicht. Eher haben wir die Qual der Wahl. Was soll ich kaufen? Was esse ich heute? Ja, all unsere Bedürfnisse in Deutschland sind materiell gedeckt. Und dazu muss man nicht mal zur reichen Oberschicht gehören. Und ich möchte euch damit jetzt kein schlechtes Gewissen machen, dass es uns in Deutschland so gut geht. Die Situation, die wir hier in Deutschland vorfinden, die ist das Ergebnis von jahrzehntelanger Arbeit unzähliger Leute. Und die Frage, die sich jeder persönlich stellen muss, ist, wie gehe ich mit diesen idealen Umständen um? Dass es einem materiell gesehen gut geht, ist nicht verwerflich. Es ist nur die Frage, wie gehe ich damit um? Und dazu schauen wir uns Matthäus 6, Vers 11 an. Matthäus 6, Vers 11. Mit diesem und dem darauf folgenden Vers, also Vers 12, möchten wir die aktuelle Predigtserie durch das Vaterunser fortsetzen. Und das Vaterunser zeigt uns, dass Bestandteile von einem Gebet, an welchem Gott gefallen hat, nicht nur Lob und Dank gegenüber Gott sind, sondern auch das Bitten. Ein gottgefälliges Gebet darf auch Bitten enthalten. Während sich die ersten Verse des Gebets zu Recht auf Gott fokussieren, so mischt sich mit Vers 11 ein ganz alltägliches Anliegen mit ein. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wir kleinen Menschen, ja, von denen es inzwischen, von uns gibt es ja inzwischen mehrere Milliarden. Und wir dürfen zu Gott mit unseren so kleinen und unscheinbaren, ja nahezu bedeutungslosen Anliegen kommen. Ihn um Brot bitten. Gott ist sich nicht zu schade, um sich um unsere alltäglichen Belange zu kümmern. Unser tägliches Brot gib uns heute. Brot war zur Zeit Jesus das Grund- und Hauptnahrungsmittel der Israeliten. Brot liefert die nötige Energie, um den Alltag zu bewältigen. In Israel, da gab es nicht nur Brot, da gab es auch zahlreiches Obst, zahlreiche Früchte, zahlreiches Gemüse. Aber Obst und Gemüse, das liefert die nötigen Vitamine, aber nicht die nötigen Kalorien, nicht die Kohlenhydrate. Obst gibt nicht so viel Kraft wie Brot. Brot gibt dem Körper die nötige Kraft, um den Alltag zu bewältigen. Wer nicht ausreichend Brot zu essen hat, der tut sich schwer. Und dort, wo es lange Zeit kein Brot gibt, dort muss man um sein Leben fürchten. Ja, da wird das Leben zu einem Überleben oder es droht sogar der Hungertod. Und das gilt auch für uns heute. Auch in unserem Leben spielt Brot, ja etwas breit gefächert gesagt, Getreideprodukte, Entschuldigung, eine essentielle Rolle. Also ohne Getreideprodukte, ja da sieht's schlecht aus für uns. Pizza, Spaghetti, das Brot vom Bäcker, alles aus Getreide hergestellt. Also ist offensichtlich, das Leben steht und fällt mit dem Brot oder in anderen Worten mit den Getreideprodukten.
Ich habe neulich ein Zitat gehört, was dazu sehr gut passt. Wenn es genug zu essen gibt, dann haben alle Leute viele Sorgen. Wenn es kein Essen gibt, dann haben alle Leute nur noch eine Sorge. Wenn es genug zu essen gibt, dann haben alle Leute viele Sorgen. Und wenn es kein Essen gibt, dann haben alle Leute nur noch eine Sorge. Vielleicht kennt von euch der eine oder andere Jordan Peterson. Der ist in Toronto Professor für Psychologie gewesen an der dortigen Universität und hat ein Interview durchgeführt mit einer Frau, die es geschafft hat, aus Nordkorea zu flüchten. Sie kam dann, als sie die Landesgrenze überquert hat, in die Hände von Menschenhändlern, hat da einige schreckliche Jahre verbracht und dann schlussendlich ist es ihr gelungen, in die Vereinigten Staaten zu flüchten. Und was diese Frau erlebt hat, das ist echt übel. Sie und die anderen Nordkoreaner müssen tagtäglich Hunger leiden. Und sie hat den Alltag sehr ausführlich, ja sehr packend beschrieben in diesem zweistündigen Interview, was man kostenlos auf YouTube ansehen kann. Das ist sehr interessant. Ja, alles dreht sich ums Essen. Jede Mahlzeit wird genauestens abgewogen, genauestens geplant. Und meistens ist so wenig Essen vorhanden, dass man die Heuschrecken auf dem Feld jagen muss. Sie kannte das Gefühl, satt zu sein, auch gar nicht. Sie hat gesagt, dass sie und ihre Schwester sich vorgestellt haben, dass sie unendlich viel essen können, weil sie noch nie ein Sättigungsgefühl erlebt haben. Sie hatten nur eine Sorge, genug zu essen zu bekommen. Da war nichts von Selbstentfaltung, von Shoppen, von schönen Bildern machen für Instagram oder durch TikTok scrollen. Denk nochmal an das Anfangsbeispiel. Ja, bei uns in Deutschland, da sind die Läden prall gefüllt. Ob Kleidungsgeschäfte oder Supermärkte. Ja, ein Mangel an Nahrungsmitteln ist für uns hier in Deutschland sehr fremd. Und das gab es schon seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr. Es ist für uns selbstverständlich, dass wir ausreichend zu essen haben. Aber das sollte unsere Dankbarkeit gegenüber Gott ja nicht schmälern. Wir sollten es nicht für verständlich halten. Wir sollten Gott trotzdem dankbar sein. Auch wenn wir die Lebensmittel auf unserem Tisch von unserem hart verdienten Geld gekauft haben, ohne dass das Gott Saat und Ernte, Regen und Sonne gegeben hat, ja, da wären unsere Teller leer. Wir sind abhängig von Gott. Martin Luther, der schreibt in seinem großen Katechismus dazu, wir sollen anerkennen, dass wir es von seiner Hand empfangen und darin seine väterliche Güte gegen uns verspüren. Dass wir mit unserem Geld ausreichend Essen kaufen können, das ist ein Ausdruck der Güte Gottes. In Kolosser 1, Verse 16 bis 17, da wird uns Folgendes über Jesus offenbart. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem. Und alles hat seinen Bestand in ihm. Christus ist nicht nur der Erschaffer des Universums, der Schöpfer, sondern auch der Erhalter des gesamten Kosmos. Jesus hat die gesamte Erde mit all ihren Pflanzen und Tieren, ja mit jedem einzelnen Menschen erschaffen. Auch alle Naturgesetze, die biologischen, die chemischen und die physikalischen Gesetze. Das hat sich Jesus alles erdacht, feinsäuberlich. Und ich finde, es ist äußerst bewundernswert, wie harmonisch alles funktioniert. Präziser als ein Schweizer Uhrwerk. Auch wenn alles mittels dieser Gesetze ja regelrecht mechanisch und seit Jahrtausenden unverändert und ungestört abläuft, ist Jesus dennoch aktiv daran beteiligt, diese Prozesse, diese Ordnung aufrechtzuerhalten. Alles hat seinen Bestand in ihm. Einfach gesagt,
Ohne Jesus, da funktioniert nichts. Ohne Jesus ist Schicht im Schacht. Also wir sehen, dass wir Menschen vollkommen abhängig sind von Jesus. Und dass wir sündigen Menschen auf der Erde eines heiligen Gottes leben dürfen, ist Gnade. Das heißt an einer Stelle, Gott lässt die Sonne aufgehen und lässt es regnen über den Gerechten und über den Bösen. Ja, es ist Gnade, dass wir sündigen Menschen uns an Gottes Schöpfung bereichern dürfen, dass wir daran teilhaben dürfen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir ausreichend zu essen haben. Aber der Wohlstand in unserer Gesellschaft, der hat nicht dazu geführt, dass die Leute dankbarer geworden sind, sondern im Gegenteil. Die Menschen haben sich entfernt von Gott. Sie haben sich emanzipiert. Ich brauche Gott nicht. Ich komme schon alleine zurecht. Und all das noch verstärkt vom Atheismus, der so eine abwertende und geringschätzige Haltung gegenüber Gott, ja, im kollektiven Bewusstsein hier in der westlichen Welt fest eingebrannt hat. Der Wohlstand hat mit dazu beigetragen, dass viele Leute sich von Gott verabschiedet haben. Und ich habe hier einen etwas provokanten und sehr aufschlussreichen Zeitungsartikel mitgebracht aus Focus Online. Und der Titel dieses Zeitungsartikels heißt: Psychologe fällt vernichtendes Urteil. Deutsche leiden an Bequemlichkeitsverblödung. Wir sind allesamt gestört, ist das Fazit des Psychoanalytikers und Psychotherapeuten Hans-Joachim Maas. Und der Wissenschaftler Kliche, der schreibt: Wenn man lieber dreimal im Jahr Urlaub macht oder Dschungelcamp schaue, anstatt sich mit den simpelsten Grundlagen von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zu beschäftigen, sei es um die Demokratie nicht besonders gut gestellt. Unterhaltung. Statt ein ernsthaftes, gewissenhaftes und dankbares Auseinandersetzen, ja, mit dem, was man hat. Es wird sich nicht drum bemüht, es zu erhalten, sondern es wird für selbstverständlich genommen. Und das Interessante ist auch, dass dieser Artikel nicht von letzter Woche stammt oder letzten Monat, sondern aus dem Jahr 2016. Und ich denke, die Situation hat sich seitdem nicht verbessert, sondern noch verschlimmert. Und ich habe auch den Eindruck, dass diese Entwicklung, die wir in unserer säkularen Gesellschaft beobachten, auch auf die Gemeinde einwirkt. Der Gottesdienst, der soll unterhalten. Schwierige und persönlich herausfordernde Themen, ja, die umschifft man gekonnt, lässt sie weg oder verwässert sie. Die Predigten sollen kürzer werden, denn eine Predigt, ja, von 30, 45 oder gar 60 Minuten, ja, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja, in Römer steht, dass der Glaube aus der Predigt kommt. Vielleicht liegt es daran, dass die Gemeinden in Deutschland ja ziemlich lau sind. Ich habe mich neulich mit einem älteren Mann unterhalten, der ist schon lange Jahre Christ. Und der hat zu mir gesagt, ja, also bei uns in der Kirche, ja, da geht die Predigt noch 20 Minuten. Ja, das spricht die Leute nicht an. Die können da meistens nicht mehr zuhören. Ich bin dafür, dass wir das so senken auf 15 bis 10 Minuten. Ja, aber unter der Woche kann man stundenlang YouTube, Netflix, TikTok oder Instagram konsumieren. Aber am Sonntagmorgen, da fehlt dann das Interesse, für ein paar Stunden, ja, 1,5 bis 2 Stunden, sich auf Gott zu konzentrieren. Ja, da sieht man eindeutig, wo die Prioritäten liegen. Und Lobpreislieder werden zunehmend ein emotional-religiöses Kreisen um sich selbst, anstatt dass Gott gelobt wird, wenn er überhaupt namentlich im Text erwähnt wird.
Ich denke, dass die größte Versuchung für uns Christen heute hier in Deutschland ja dieser materielle Wohlstand ist und diese Trägheit, Gleichgültigkeit, ja diese Bequemlichkeit, die damit einhergeht. Wir haben Brot im Überfluss und dieser Überfluss, der hat uns träge gemacht und undankbar. Anstatt träge und gleichgültig zu werden, ja, da sollten wir den Wohlstand dazu nutzen, uns jetzt im besonderen Maße für Gott einzusetzen. Wir haben viel Gesundheit, wir haben viel Freizeit, wir haben viel Freiheit. Aber das wird meistens lieber in Netflix und irgendwelche anderen Belanglosigkeiten investiert, anstatt in Gott. Und da müssen wir uns selbst prüfen. Wo stehe ich jetzt gerade in meinem Leben? Bin ich vom Kurs abgekommen? Störe ich mich an Gott? Gehe ich nur noch aus Pflicht in die Gemeinde? Störe ich mich daran, dass die Predigt nicht so unterhaltsam ist wie der neueste Streifen von Marvel oder die neueste Serie auf Netflix? Dass nicht so eine Hammer-Bühnenshow geliefert wird wie auf manchen Konzerten? Ja, welche Erwartungen habe ich an mich persönlich? Welche geistlichen Erwartungen? Und wenn wir vom Weg abgekommen sind, dann ist es an der Zeit, dass wir neue Erwartungen an uns haben, dass wir uns justieren, dass wir von uns erwarten, dass wir dem Vorbild, welches Jesus und Paulus und all die anderen Leute, die ein lobenswertes Leben geführt haben in der Bibel, ja, dass wir dem nacheifern, dass wir so viel Leidenschaft in den Glauben investieren, wie wir oft für unser Hobby aufbringen. Auf die Bitte in Matthäus 6, Vers 11, ja, unser tägliches Brot gib uns heute, da folgt eine Bitte, die ebenso wichtig ist wie die tägliche Nahrung. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Ja, weitaus wichtiger als die tägliche Nahrung ist die Gnade Gottes. Wir sind vollkommen von ihm abhängig, das besonders als Sünder. Wir sind auf seine Gnade angewiesen. So notwendig ausreichend Nahrung für unser Leben oder besser gesagt für das Überleben ist, so essentiell ist die Gnade Gottes für unser geistliches und ewiges Leben. Ja, und wer die Vergebung seiner Sünden nicht beansprucht, der kann hier auf Erden ein schönes Leben führen mit etwas Glück. Aber nach dem Tod, dann erfolgt das bittere Erwachen. Hebräer 9, Vers 27. Und so gewiss es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Nach dem Tod folgt das Gericht. Und in 1. Thessalonicher 5, Vers 19 lesen wir weiter. Denn Gott hat uns, also uns Gläubigen, nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Ja, wenn du dein Leben Jesus nicht anvertraut hast, dann sieht deine Zukunft düster aus. So schön und glanzvoll, so angenehm und bequem dein Leben auch hier sein mag. Dich erwartet das ewige Gericht Gottes. Und dieses Gericht, das ist kein Zuckerschlecken, denn es ist ein Zorngericht. Wir lesen in der Bibel, dass es schrecklich ist, in die Hand Gottes zu fallen. Gott völlig ausgeliefert zu sein, wenn er zornig ist. Viele Menschen, die sind sich sicher, dass nach dem Tod einfach nichts kommt. Dann ist vorbei. Sobald man die Äuglein schließt, ist da nichts mehr. Ein großes, schwarzes Nichts. Aber das ist falsch. Die Bibel zeigt uns, dass wir mit dem Tod nur unseren Aufenthaltsort ändern.
Und wir haben hier auf der Erde die Möglichkeit, uns zu entscheiden zwischen zwei Aufenthaltsorten in der Ewigkeit. Der eine Aufenthaltsort ist die Ewigkeit bei Gott im Paradies. Ja, ein Bürger des Himmels zu sein. Und die andere Möglichkeit ist, sich gegen Gott zu entscheiden, ja, nicht an Jesus zu glauben und ewig von Gott getrennt zu sein. Man hat ja Nein hier auf der Erde zu ihm gesagt. Und seine Schuld zu tragen, Strafe zu erleiden, ein ewiges Zorngericht. Die Weltgeschichte ist nicht deshalb von so vielen Verbrechen, Morden und Kriegen geprägt, weil wir Menschen gut sind. Mord und Totschlag dominieren glücklicherweise nicht unseren Alltag hier in Deutschland. Stattdessen ist es Gier, Eitelkeit, Egoismus, Narzissmus, Gleichgültigkeit und Bequemlichkeit, Lieblosigkeit und Bitterkeit sowie Hass, Ressentiments. Salz dem anderen heim, sodass das nicht merkt. So unterschwellig. Und wer sich selbst ehrlich und kritisch betrachtet, der wird feststellen, dass er selber Fehler hat. Dass er Dinge gemacht hat, die nicht gut waren. Dass man negative Verhaltensweisen hat. Destruktive Verhaltensweisen. Dass man manchmal selber gegen seinen eigenen moralischen Kodex verstößt. Viele wollen die Welt verbessern, aber die wenigsten wollen bei sich selbst anfangen. Viele wollen die Welt verbessern, aber die wenigsten wollen bei sich anfangen. Und eine andere beliebte Einstellung ist immer der andere schuld. Oder solange es niemand bemerkt, ist das in Ordnung. Unsere Fehler und schlechten Taten, ja unsere Sünden, die können wir vor Gott nicht verbergen. Die können wir auch nicht kaschieren, wie mit so einem Filter bei Instagram, Snapchat, TikTok oder mittels Photoshop. Nein, Gott durchschaut unsere Tricks. Gott sieht uns, so wie wir sind, mit allen Macken und Kanten. Während für uns Menschen meist kein Opfer zu groß ist, solange es jemand anders erbringt, wurde Gott Mensch und hat sich selbst für uns ja am Kreuz geopfert. Gott wurde Mensch, um für uns am Kreuz zu sterben. Und dort hat Jesus das Zorngericht getragen, was uns zusteht. Er hat stellvertretend für uns gelitten. Und wer daran glaubt, der ist gerettet vor dem Zorn Gottes. Johannes 3, Vers 18 heißt es, wer an Jesus glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht an ihn glaubt, der ist schon gerichtet. Das Urteil steht dann schon fest. Es muss nur noch in Kraft treten. Und das geschieht nach dem Tod. Es ist dem Menschen vorherbestimmt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Und wer an Jesus glaubt, der hat das Ticket zum Himmel, den Freifahrtsschein zum Himmel, ist ein ewiger Bürger des Himmels. Vor langer Zeit, da hatte ich ein Gespräch mit einem jungen Mann und dieser junge Mann, der hat sich daran gestört, dass ich in meinen Gebeten öfters um Vergebung bitte. Der war darüber empört, der war genervt. Wenn Gott für mich am Kreuz gestorben ist, ich daran geglaubt habe, ich mich bekehrt habe, dann hat er mir doch alle meine Schuld vergeben. Warum muss ich das ständig vor ihn bringen? Das nervt mich. Ich habe viele Menschen in meinem Leben, die ich sehr, sehr gern habe. Und die Beziehung zu diesen Menschen, die ist mir sehr wichtig. Und wenn ich mir gegenüber ihnen irgendetwas habe zu Schulden kommen lassen, dann ist es mir auch wichtig, dass ich diese Schuld aus dem Weg räume, dass ich die wieder gut mache, damit die Beziehung wieder harmonisch ist, damit da nichts mehr vorhanden ist, was stört. Ja, weil mir der andere, weil mir
mein Freund, meine Familie, weil die mir wichtig sind. Deswegen nehme ich sie ernst. Ja, wenn ich gegenüber meinem Kumpel Mark Lenner was verbock, dann liegt es mir am Herzen, das auch wieder gut zu machen. Ja, wenn ich den anderen ernst nehme, dann bitte ich ihn um Verzeihung. Und unser Vater im Himmel, der so viel Gutes für uns getan hat, sollte er uns nicht auch wichtig sein? Sollten wir ihn nicht auch ernst nehmen und um Vergebung bitten, wenn wir gesündigt haben? Sünde ist auch immer Sünde gegenüber Gott. Ein ehrlicher Christ, der sich selbst und Gott gut kennt, der muss zugeben, dass er täglich zahlreiche Male am Willen Gottes scheitert. Und deshalb ist es tagtäglich notwendig zu bitten, vergib mir meine Schuld. Verzeih mir, Herr. Ich bin ein Sünder und ich habe heute mal wieder versagt. Trotz aller Anstrengungen, trotz aller guten Vorsätze. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wer Gottes Gnade beansprucht, entgegennimmt, der kann sich nicht selbst unbarmherzig, hart und unversöhnlich gegenüber anderen Leuten verhalten. Als Christen sollen wir den Charakter Gottes widerspiegeln. In Lukas 6, Vers 36 werden wir dazu aufgefordert. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Also wir Christen, wir sollen den Charakter Gottes reflektieren. Wir sollen ihn widerspiegeln. Gott ist barmherzig, geduldig, sanftmütig. Gott ist nicht hart, ungeduldig, genervt, sondern er meint es gut mit jedem Einzelnen. Meinen wir es gut mit jedem Einzelnen in unserem Umfeld? Oder beanspruchen wir nur die Gnade für uns und geben sie nicht weiter? Der amerikanische Evangelist Billy Graham hat einmal gesagt, als Christen brauchen wir ein dickes Fell und ein weiches Herz. Das Leben kann verdammt hart sein. Man erlebt Verletzungen, man erlebt Enttäuschungen. Und wie oft haben wir Gott enttäuscht? Ja, die Härte des Lebens soll nicht dazu führen, dass unser Herz hart wird, sondern es soll weich bleiben, vergebungsbereit, versöhnlich. In Johannes 6, Vers 35, da finden wir einen Vers, der die Predigt sehr gut zusammenfasst. Da spricht Jesus: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Jesus ist das Brot des Lebens. Und er hat das ganze Universum geschaffen, den ganzen Kosmos, mit all seinen komplexen Gesetzen, die so wunderbar und harmonisch funktionieren. Wir profitieren von seiner Schöpfung. Wir dürfen hier leben, wir dürfen uns selbst entfalten und wir haben Nahrung, die er für uns geschaffen hat. Auch wenn der Bäcker das Brot gebacken hat, zubereitet hat, schlussendlich kommt es doch von Gott, weil er hat das Getreide kreiert und hat es wachsen lassen, hat es versorgt mit dem nötigen Sonnenlicht und dem Regen. Also Jesus gibt uns das, was wir zum physischen Überleben brauchen. Und mit seiner Gnade am Kreuz, da gibt er das, was wir zum geistlichen, zum ewigen Leben brauchen. Vergebung unserer Schuld, damit wir in eine gesunde Beziehung mit Gott treten können. In eine Beziehung, die geheilt wurde von jeder Sünde, gereinigt wurde und die in der Ewigkeit im Paradies ihre Vollendung findet. Amen.